Agent Carter, Ihr Bericht. Der Drecksack hat Nils erwischt. Sowas darf nicht passieren, Falk. Nils ist tot. Wir haben Glück, dass es nicht noch schlimmer kam. Der Verlust von Agent Nils wird die Organisation sehr schmerzen. Aber im Moment haben wir größere Probleme. Sein Verlust? Verdammt, wir müssen diese Dreckschweine aufhalten. Und zwar möglichst sofort. Verstehen Sie das? Beruhigen Sie sich, Agent. Wir sind uns alle einig, dass Sie gestoppt werden müssen. Es wird das Beste sein, Dr. Alan Weir von der Rosemont University hierher zu holen. Nein, wir müssen dem Feind etwas entgegensetzen. Richtig. Und wir können beides tun. Es gab einen weiteren Angriff. Das Ziel war die Rosemont University. Ein ziviles Ziel? Warum? Weil Dr. Weirs Forschungen uns sagen können, was der Feind will, wie er denkt und wie wir ihn stoppen. Wir brauchen ihn, wenn wir überleben wollen. Und Sie wissen selbst am besten, dass Überleben der erste Schritt zum Gegenschlag ist. Also gut. Holen wir ihn her. Gut. Wenn Sie soweit sind, rufen Sie die taktische Karte am Terminal auf und Ihr Team wird losgeschickt. Achten Sie darauf, dass in der Basis alles geregelt ist. Team steht, Waffen bereit, keine offenen Fragen mehr. Man weiß nie, wie lange ein Einsatz dauert. Oder ob man überhaupt zurückkehrt. Ich bin mir dessen sehr bewusst, Sir. Ja. Das ist Missionsauswahl. Ich kann ja noch mal mit Miss Undercover sprechen. Ja, Sir. Ja, das war's, danke. Danke für die Information. Gehört zum Job. Okay, ich glaube, ich muss jetzt noch nicht so drauf achten. Eher später. Es sei denn, natürlich Notizen liegen nur einen gewissen Zeitraum hier. Da glaube ich nicht dran. Eher sowas wie welche Waffenmodifikationen und so später. Forschungsteam. Ich werde jetzt aber noch mal kurz gucken, obwohl er mir ja schon das Armband gegeben hat, ob ich hier nicht doch durch die Tür durchkomme. Hermetisch abgeriegelt. Na schön. Autopsiebericht. Outsider-Soldat. Outsider sind in etwa humanoid in ihrem Aussehen und ihrer Physiologie, allerdings größer und stärker als ein durchschnittlicher Mensch. Alle Exemplare weisen Anzeichen wiederholter körperlicher Traumata auf, besonders Prellungen und gebrochene Knochen, was auf eine rigorose kriegerische Ausbildung hinweist. Als niedrige Soldatenringe der Outsider-Truppen sind diese Fußsoldaten nur mit halbautomatischen Waffen ausgestattet und kaum sonst kaum etwas. Außerdem scheinen sie weniger Nahrung und Ausrüstung zu bekommen als höherrangige Outsider. Ein weiterer Hinweis darauf, dass sie in der Hierarchie ganz unten angesiedelt sind. Militärisch, gesellschaftlich, religiös oder einer Mischung von all dem. Eine Eigenschaft, die offenbar alle Outsider-Ränge gemeinsam haben, ist eine Reihe von Neuralimplantaten. Diese Geräte ermöglichen eine rudimentäre Kommunikation zwischen Outsidern, deren genaues Ausmaß ist aber noch unbekannt ist. Wer ist er? Warten Sie, Agent. Ich stehe kurz vor einem Durchbruch. Wobei? Bei den krypto-paramilitärischen Operationen der Outsider und deren Aussagekraft über ihr inhärentes Sozial... Dings. Mist, schon wieder weg. Das ist wohl noch nicht ganz ausgereift. Ja. Okay, jetzt habe ich Zeit. Was kann ich für Sie tun? Mist, schon wieder weg. Was machen Sie da? Woran arbeiten Sie eigentlich genau? Momentan stecken wir noch bei den Grundlagen. Wer ist der Feind? Welche Fähigkeiten hat er? Wie wehren wir uns? Wichtige Fragen. Ja, aber einfache Fragen. Die große können wir noch nicht annähernd stellen. Die große Frage? Warum? Okay, und was mit dem Angriff? Was steckt hinter dem Angriff? Beim Zentralstab gingen im Sekundentakt Meldungen über parallel ablaufende Angriffe im ganzen Land ein. Ihre Schlagkraft ist gewaltig. Hätte ich Ihnen auch sagen können. Ja, aber das heißt auch, dass Sie ein Signal abgewartet haben. Warum haben Sie heute angegriffen und nicht gestern? Warum nicht morgen? Sie schienen es auf ein Paket abgesehen zu haben, das ich dabei hatte. Wüsste gern, was drin war. Jetzt ist es weg. Gut möglich. Oder es waren die Russen. Oder ungewöhnliche Wetterphänomene in der Antarktis. Klar. Schmetterling. Qualifikation? Wie kommt man an einen solchen Job? Falk holte sich Experten aus verschiedensten Gebieten. Psychologie, Statistik, Geschichte, Astronomie.
um mit den besten Köpfen auf alles vorbereitet zu sein. Und Ihr Spezialgebiet? Eigentlich Philosophie. Obwohl ich mich inoffiziell auch mit Paranormalem befasse. Vielleicht interessieren Sie meine Recherchen über den nordamerikanischen Sasquatch. Nein, nein, schon gut. Yeti! Wenden Sie sich wieder den großen Fragen zu. Ja, ja. Sektoid, die sogenannten Sektoiden, von den Einsatzagenten auch die Grauen genannt, sind kleine schwache Humanoide, die an ihren großen Schädeln und Augen und den verkümmerten restlichen Körperteilen leicht zu erkennen sind. Exemplare haben keine erkennbaren Münder oder Nasenlöcher, nur minimale Atem- und Verdauungssysteme, was natürlich erhebliche Fragen über ihren Metabolismus aufwirft, also die Verdauung und alles. Noch merkwürdiger als ihre Anatomie aber sind die Kragen oder Halsbänder, die sie alle tragen. Sie sind nicht einfach körperliche Stützen, sondern funktionieren als neuronales Interface. Neurales Interface. Das sowohl einfache Kommunikation als auch Gefühle übertragen kann. Genauer gesagt, Schmerz. Ja. Wir folgern daraus, dass die Sektoiden eine von den Outsidern festgehaltene Rasse sind, die als Kanonenfutter für die und Arbeitstiere gehalten werden und das bei minimaler Nahrung und Pflege. Sie sind, ob sie nun Opfer eines früheren Eroberungsfeldzuges sind oder in der Retorte speziell für diesen Zweck gezüchtet wurden, sie sind auf jeden Fall ein finsteres Indiz dafür, da die Outsider mit besiegten Rassen verfahren, dem Menschheit eingeschlossen. Dr. Dressner, wie von Ihnen gewünscht, bauen wir den Raketensilo so um, dass wir dort erbeutete Illyrium-Proben einlagern können. Da wir nicht sicher sind, welche Auswirkungen ein langfristiger Kontakt mit dieser Substanz hat, isolieren wir die Silowände mit Bleiplatten für zusätzlichen Schutz. Wir sollten diese Arbeiten zeitgleich mit anderen Verbesserungen im Labor abschließen können, an denen wir arbeiten. Die Rakete aus dem Silo wurde sicher zerlegt und eingelagert. Allerdings werde ich den Anforderungen der Doktoren Murphy und Scott nicht Folge leisten. Sie wollten die Rakete für Experimente für zu großflächen Illyrium-Anwendung haben. Vielleicht sollten Sie mit den beiden mal über die unabhängigen Studien reden. Und ihr schraubt hier noch schön rum. Das ist gut. Was sagt denn der Doktor jetzt noch Neues? Oh, noch ein Neues. Untersuchungsbericht der Drohne. Die Drohne ist ein kleines fliegendes Gerät, das mit einem Energiestrahl angreifen kann und kleinere Feldreparaturen durchführen kann. Diese Maschinen gehören zu den Unterstützungstruppen des Gegners und sind besonders wirkungsvoll in der Nähe von schweren Geräten wie Türmen. Es ist noch nicht sicher, ob diese Drohnen ferngelenkt werden oder autonom reagieren. Aber auf jeden Fall sind sie keine Lebensformen, wie wir sie kennen. Sollte sie ferngesteuert sein, können wir eventuell einige erbeuten und einige eigene Drohnen einsetzen. Ebenfalls vielversprechend ist der Mechanismus, mit dessen Hilfe das Gerät fliegt. Eine einfache Form von Schwerkraftmanipulation, die zu dem passt, was wir in anderen Ortungsgeräten entdeckt haben. Aber viel kleiner und damit leichter zu analysieren. Irgendwie geht mir die Form vom E gerade auf den Keks. Darf ich Ihnen sagen, William, wie sehr ich mich freue, mit Ihnen zu arbeiten? Schön, dass sich wenigstens einer hier freut. Ich betreibe natürlich gerne Studien an jedem, der mit diesen Outsidern in Berührung kam. Ob beim Umgang mit dem Artefakt oder bei der Gefangennahme lebender Objekte. Das ist alles neu für uns. Studien? Sie wollen mich unter ein Mikroskop packen? Nein, nein, natürlich nicht. Aber ich bin gespannt, ob unerwartete Entwicklungen an Ihnen auftreten. Wird Ihre Technologie bei mir Strahlenkrankheit hervorrufen? Oder wächst mir etwa ein dritter Arm oder so? Ich denke, wegen der Strahlenkrankheit brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Das mit dem Arm bleibt abzuwarten. Ich denke gerade an Fallout. Ernst, was sind die Risiken? Was wissen Sie von Ihrer Technologie? Ford meint, Sie hätten Ihre Geräte studiert. Wie funktionieren sie? Wie der Zufall will, ist uns eben ein Durchbruch gelungen, Ihre Art der Energiemanipulation grundlegend zu verstehen. Dazu braucht man dieses Illyrium, stimmt's? Ja, und Sie wandeln die ungeheure Kraft des Illyriums direkt in verschiedene Effekte und materielle Manifestationen um. Leider sind Sie so konstruiert, dass das Dämmungsfeld zusammenbricht, wenn Ihr Besitzer stirbt. Und dann lösen Sie sich auf. Klingt relativ simpel. Aber gleich sagen Sie mir vermutlich, dass es das nicht ist. Es liegt an Ihnen, eine intakte Waffe zu bergen. Vielleicht, wenn sie noch nicht zugeordnet ist oder der Besitzer unerwartet stirbt.
Dann kann das Armband feststellen, wie sich die Vernichtung der Waffe verhindern lässt. Und Sie können sie bergen. Okay. Und was ist dieses Illyrium genau? Für mich ist es ein Wunder. Ein uns unbekanntes Element, das enorme, konzentrierte Energie birgt. Die kleinste Menge kann mehr Kraft freisetzen als eine Atombombe. Als stecke die gesamte Energie des Urknalls in einem... Flachmann? Ja. Und mit dieser Energie stellen wir hier die Waffen und Technologie her, die sie brauchen, um den Krieg zu überstehen. Okay, Flachmann? Beeindruckend, was Sie hier am Laufen haben. Wann haben Sie mit den Studien angefangen? Das erste Illyrium-Depot wurde vor gut einem Jahrzehnt entdeckt. Ich kam kurz danach hierher und wir begannen, die Eigenschaften dieser großartigen Substanz zu erforschen. Gibt es schon Resultate? Wie der Zufall will, testen wir gerade unsere erste Errungenschaft. Ein Gerät, das Zielen erleichtern soll. Das wird bestimmt nützlich sein. Kann ich bei den Tests irgendwie helfen? Aber sicher doch. Testen Sie das Gerät am Schießstand mit einer Waffe Ihrer Wahl. Und bei Ihrer Rückkehr werten wir dann die Resultate aus. Klingt gut. Dann kann ich am Schießstand auch mal ein bisschen Dampf ablassen. Ja. Heinrichs Geschichte. Woher stammen Sie, Heinrich? Sie scheinen nicht von hier zu sein. Das wäre eine Frage für das OSS. Die haben sich um meine Einbürgerung gekümmert. Ah, verstehe. Schön, Sie auf unserer Seite zu wissen. Okay. Deutsche Vorfahren oder was? Na schön. Mal sehen, was ich Ihnen bringen kann. Ich verspreche Ihnen, Sie werden nicht enttäuscht sein. Okay, ich soll jetzt hier Schießstand. Dekontamination. Und starten. Verdammt! Oh Mist! Verdammt! Oh Mist! Verdammt! Oh Mist! Pow! Ach, das Licht hat mich geblendet. Ich hätte meine Mütze aufsetzen sollen. Okay, Doc, ich gehe jetzt noch einmal zu dir und dann sagst du mir, hey, wir haben super Aufnahmen gemacht, oder? Du sagst mir, hey, und ich sag, dann gehe ich auf Mission. Und? Ja. Na schön. Mal sehen, was ich Ihnen bringen kann. Ich verspreche Ihnen, Sie werden nicht enttäuscht sein. Gut, danke, ich habe eine Mission. Sie greifen von überall an. Wir erkennen noch kein Schema, aber die Prioritäten für Ihre Mission haben wir schon erarbeitet. Wenn Berichte und potenzielle Missionen reinkommen, erscheinen Sie hier. Ich verlasse mich darauf, dass Sie die dringendsten zuerst erledigen. Okay, Missionsauswahl. Der schlimmste Fall, Nachrichten von der Front. Die Welt der Finsternis, hier ist was. Größere Operation. Nachricht von der Front. Größere Operation. Rothman Georgia, Dr. Weyer rausholen. Die Outsider erscheinen, ihre Truppen über ein extrem fortschrittliches Kommunikationsnetzwerk zu koordinieren. Die Forschung von Dr. Aaron Weyer macht ihn
Gründen Felix Koms erblühende Widerstandsbewegung unverzichtbar. Unser Kontakt zu Dr. Weyerbach habe, als die Outsider Rosemond in Georgia angegriffen haben. Begib dich bei deinem Team sofort dorthin und hol ihn da raus. Ja. Los geht's. Und dann kommt irgendwie noch später eine kleinere Mission. Go Eagles! Dr. Weyers Forschung sind mit denen. Aufklärer melden Luftabwehr in unserer Landezone. Ich schätze, wir müssen am südöstlichen Stadtrand runtergehen. Haben wir Truppen da unten? Nicht am Boden. Rosemond wurde gleichzeitig mit Groom Range angegriffen. Sie wurden überrascht. Scheiße! Erst muss die Flugabwehr weg. Ich kann erst helfen oder den Doktor ausfliegen, wenn sie ausgeschaltet ist. Alles klar. Okay, bereit machen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie in den... Carter, ich habe einen Landeplatz gefunden, ein paar Kilometer entfernt. Ich kann nichts machen, bis das Flugabwehrgeschütz ausgeschaltet ist. Es nützt uns nichts, den Doktor zu finden, wenn sie uns nicht hier wegbringen können. Ja, hab verstanden, Carter. Ich verstehe. Erst schalten wir das Geschütz aus, damit sie wieder fliegen können. Dann finden wir Dr. Weir und schaffen ihn hier weg. Tschüss, Reh. Flugabwehrkanone ausschalten. Die befindet sich dort. Haben Sie das gehört? Das kam aus dem Imbiss. Augen auf, Waffen bereit. Los! Okay, ich muss in den Imbiss. Das kann doch nicht wahr sein. Sieh da! Alles okay? Hey! Sein. Oh, Himmel! Nicht feuern! Tot. Alle sind tot. Fogg, hören Sie das? Hier ist jemand. Anscheinend einer der Infizierten, aber er verhält sich nicht feindlich. Es ist fast, ich weiß nicht, als wäre er abgeschaltet. Wir müssen ihn untersuchen, wenn das Gebiet gesichert ist. Dr. Weir hat Vorrang. Weiter vorrücken. Ja. Du leuchtest so komisch, deswegen bin ich zu dir gerannt. Oh, abhören. Ah, guten Morgen, Nurse. Mir geht's nicht gut. Ich glaube, ich habe auch diesen Bacillus. Oh, ausgerechnet heute. So ein Pech. Setz dich, ich bring dir gleich eine Tasse heißen Tee. Oh, du bist meine Rettung, Becky. Na komm, Earl, reiß dich zusammen. So eine kleine Grippe hält dich doch nicht von der Parade ab. Hier, bitte sehr, Earl. Grandma sagt, nichts ist so schlimm, dass eine Tasse Tee es nicht... du hast gar nicht gesagt, dass es heute ein Feuerwerk gibt. Ich hab ja nicht geahnt, dass da... Hey, Becky, komm weg vom Fenster! Wasch! Nur wasch! Ah! Das kann doch nicht wahr sein. Kann doch nicht wahr sein. Okay, so hätte sich das Asanata deaktiviert, wurde. Hey! Kommen Sie zu sich! Keine Reaktion. Er ist hinüber. Und ich glaube, er wird auch nicht mehr. Ich auch nicht. Okay. Wenn ihr nicht in Deckung gehen wollt. Mein Gott, diese Menschen hatten keine Chance. Nicht wirklich.
Jahrestreffen, ha? Huh? Schlechter Zeitpunkt für eine Invasion. Tja. Kennen Sie einen guten Zeitpunkt? Aber schöne Autos haben Sie hier. Vater, haben Sie das Geschütz schon gesichtet? Wir arbeiten uns durch die Straßen. Ist ein ziemliches Chaos hier. Ja. Irgendwie habe ich... Wieso hängen die da so? Okay, zurück geht's wohl nicht mehr. Was. Patronen. Munitionsart voll. Wir haben Sichtkontakt zu dem Geschütz. Greifen an!